auf, meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier wieder zurück zur Liga. Erster Spieltag. Und willkommen zu dem Spiel Antheas gegen Steinchen. Ihr kennt wahrscheinlich hier, wenn ihr mich hier abonniert habt als Schlacht- und Mittelerde-Kanal, dann werdet ihr Steinchen kennen. Er ist schon etwas größer, einiges größer als ich. Und er wird vermutlich auch aufnehmen und das als LP rausbringen. So, hier, Orks, Antheas, Mordor, Steinchen, wieder diese Kombi. Antheas wird als Favorit hier ins Rennen gehen, er ist ein ziemlich guter Spieler. Und Steinchen fängt mit zwei Rohstoffgebäuden an, während er hier direkt die Orkhöhle baut, ja, Antheas. Und nochmal zu Steinchen, sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, er wird direkt hier... Ja, okay. Gibt halt direkt zwei in Auftrag. Da war natürlich die Orkgrube hier. So, was gibt es hier an Gebäuden? Hier gibt es Rohstoffgebäude unten und oben und rechts und links gibt es Leuchtfeuer. Creeps sind hier Grabunholde. In der Mitte. Das war's? Das war's, okay. Er hat jetzt die erste Einheit draußen. Dann wird es vermutlich hier hin schicken. Funktioniert es ja eigentlich, Leuchtfeuer kann man hier in der Aufnahme nicht setzen, oder in dem Replay nicht setzen. So, so. Dann prallt er sich jetzt aus mit Rohstoffgebäuden erstmal. Und holt sich direkt das Rohstoffgebäude hier. Okay, er baut direkt eine zweite Ork-Grube hier. Rohstoffe. Schick sie hier hin. Vielleicht kennt er auch Steinchen einfach die Karte noch nicht so gut wie hier Antheas ist, weil Antheas holt sich direkt hier die Gebäude. Und breitet sich ja halt direkt mehr aus. Da kommen schon die ersten Bogenschützen. Die ersten auch im Bau. Ja, da sieht man halt den Unterschied. Er breitet, also er bewegt seine Einheiten hier zu den Gebäuden, also nimmt hier ein. Steinchen bleibt jetzt erstmal stehen hier in der Base. Sammelt erstmal seine Einheiten. Währenddessen hätte er hier eigentlich auch Gebäude einnehmen können. Wie gesagt, er hat auch ewig nicht mehr gespielt gehabt. Sein PC war ja hin und er hatte lang kein Internet. So. Und hier ist woanders eine Baumeisterin. Schickt dich in den Tunnel. Holt er den hier wieder raus? Ja. Ist das die Spinnengrube oder ist das noch eine Orkhöhle? Eine Orkhöhle. Mal sehen, wie lange die Helden auf sich zu warten haben. Oder wie lange wir auf die Helden warten. Okay, er geht auch auf Faradrim. Ich meine, der Ork könnte auch mit Spinnenheilern kommen, dann braucht man halt Faradrim. Okay, er nimmt jetzt auch dieses Gebäude an. Mit dem erkundet er, mit dem Ork-Trupp wahrscheinlich. Ja. Das ist halt jetzt eine Standard-Vierer-Map eigentlich. Da hat halt jeder halt eigentlich mehr Platz, sich auszubreiten. Die können sich halt auch in diesen Plätzen halt hier
komplett ausbreiten. Okay. Ja, das ist einfach nur die Opfer da. Einfach hier zu gucken, was er hier schon hat. Da kommt der Orkkönig. Und will er direkt die Riesen oder holt er sich Halbtrolle? Ich meine, Halbtrolle wären halt nicht schlecht, wenn der Gegner mit einem Nazgul kommt. Ja, holt er sich jetzt auch einen Trupp. So, er fängt an hier zu creepen. Ganz gut gemacht hier. Was hat er mit dem Baumeister denn hier vor? Was? Er guckt da oben. Das hier soll er sich mal lieber ein... soll er mal lieber einnehmen. Ja, das ist so, finde ich irgendwie so, muss man irgendwie so in den Griff kriegen, weil wenn man jetzt, egal also welche, vor allem bei Mordor ist es krass, wenn du alle Truppen nimmst und die irgendwo hinschickst, kommen die Bogenschützen halt viel eher an. Und dabei sollten eigentlich so Speere und Nahkämpfer halt vorne stehen. So, kommen jetzt die Giftklingen. Ja. Orkkönig, bist du da mittendrin oder bist du noch im Tunnelsystem? Wieder noch? Doch, ne? Ja doch, da ist er, der Orkkönig. Das gibt es, das ergibt ja auch nochmal hier Rüstung und so. So im Prinzip so eine Führerschaft. Kleine. Somit kann das halt physisch gewinnen. Okay, da hat er immer noch Truppen in den Tunneln. Jetzt will er wahrscheinlich einen Tunnel hier irgendwo hier hinsetzen noch. Seine Truppen schneller kriegt. Hier sieht man, wie man einen Carbonhold creept. Genau so. Darum steht immer noch ein Ork-Truppe. Mit dem könnte er theoretisch jetzt rübergehen und hier anfangen, hier ihn zu harrissen. Dann ist er halt gezwungen, irgendwas halt hoch. Okay, jetzt verstellt er das mit seinem Ork-König. Um dann auch könnte ich etwas zu leveln. Uah. Schluck Wasser nehmen. Gut, hat er was drin. Ist das jetzt die Spinnengrube? Ne, noch eine Orkgrube. Die Spinnenreiter sind nämlich ziemlich stark hier bei den Orks. Und die Riesen. Wenn du irgendwie so vier Trupps Spinnenreiter hast mit geschmiedeten Klingen, die nehmen eine ganze Base auseinander. Vor allem gegen so eine Armee. Reitet er einmal drüber. Ja, jetzt kommen wir aus Länge wieder. Hier ist auch noch ein Rang drin. Wieder direkt Rang 5. Das ist hier bei so einem 2 noch so, bei den Carbonolten. Komm, hol dir die Schätze. Andreas. Kommt direkt Rang 5. Stand sie eben einen Rang. Wie sieht es eigentlich mit den Fähigkeiten aus? Verfluchtes Land. Haben beide genommen. Okay, er hat den Scheiterhaufen sich geholt. Er will sich wohl Helden holen. So. Ja, jetzt kommt hier nämlich die Spinnengrube hier. Können sogar noch einen Troll ausbilden. Ja, jetzt hat er halt die Halbtrolle drin. Das ist halt blöd für den Nazgul. Nur die sind halt auch wieder langsamer als die restlichen Ork-Truppen. Ja, Orks. Mogia Orks, so Goblins gegen Mordor Orks. Hier könnt ihr hier Doppelklick, dann hat er alle und alle auf Giftklingen hier. Okay, er hat nur erstmal hier den Dings hier fixiert. Jetzt kommt hier wieder der Orkkönig. Setzt er wieder sein Totem. Er hat jetzt auch Führerschaft.
Genau, Gift Healing sind ja aktiviert. Hier erweitern. Ja gut, der hat halt auch jetzt viel mehr Bogenschützen und die reißen das jetzt halt auch. Guck mal, wie schnell die Ostlinge halt jetzt fallen. Ja, noch ein Nazgul. Macht jetzt ein Nazgul-Spam. Okay, dieses Gefecht scheint auch... Ah ja, doch, es tut ihm jetzt. Dieses Gefecht scheint auch kürzer zu gehen jetzt. Gut, Speere sind, glaube ich, effektiv gegen... Effektiver gegen Helden, weil einfacher mehr zuschlagen können. Durch die Stichwaffe. Und dazu halt noch die Bogenschützen. Und das, wenn er auch noch mit Gift auf dem schießt, dann... Ja. So, der sich hier halt einen Gang hin. Dann kann er die Truppen halt hier in den Gang schicken, hier hinten. Und da halt direkt rausholen. Jetzt versucht das mit dem Troll. Oh, nicht in die Speere rein. Nein. Hier fixt ihr den Troll. Dann ist der auch schnell. Ja, er hat jetzt auch Bündnerer. Jetzt hat er auch den Rohstoffvorteil. Sieht man hier. Für jeden Kill kriegt er jetzt halt Rohstoffe. Kankra. Hallo Kankra. Kann man natürlich auch gut schaden. Man kann überreiten, nur halt Schwäche sind Speere. Wie bei Spinnenreitern. Na gut, dann müsst jetzt hier auf die Orkgrube genau, sodass so viele Orks wie möglich auf die Orkgrube einschlagen können. Und so verliert er die halt durch den Troll. Er hat hier immer noch einen Orktrupp oben stehen. Hat er den vergessen? Steinchen. Er baut sich halt in der Mitte auf. Also er hat jetzt auf jeden Fall einen krassen Rohstoffvorteil. Guck mal hier, 3000 zu 900. Das sind alles Bogenschützen hier. Hier ist sich ein Baum genommen. Kommen da jetzt auch Spinnenreiter raus? Hm. Okay, jetzt kommt der Riese. Mit dem Feuer. Jetzt hat er halt die Orks hier im Vordergrund. Mit Kankra. Und mit dem Riesen kann er jetzt halt hier die Orks-Gruben hier vernichten. Wenn er es tut. Geht erstmal hier auf die Einheiten. Ja, Kankra hier. Macht gut Schaden. Schreiben wir mal drauf. Flash und Damage hier. Hätte gleich drei auf einmal geholt. Das muss Level sich ein bisschen. Aber der müsste jetzt fixieren und mit Gift beschießen, dann passt es schnell mit dem. Die kann ja auch Angst einflößen jetzt hier, vor allem gegen die Speere. Ja, jetzt kommt der Riesenspam hier. Ich kann jetzt auch nur Kluft hier in die Mitte irgendwie. Okay, das war ein Nazgul. Genau. Angst einflößen hier. Kann er die jetzt einfach abschießen, wenn die irgendwie wegrennen wollen? Hier, die Riesen können da jetzt hier auf die Gebäude ziehen. Weil die Bogenschützen, die machen das schon hier mit den Einheiten. Und 14 Minuten. Das ist bisher das kürzeste Spiel. Das ist jetzt das vierte. Jetzt muss er die Riesen anfangen, hier auf die Gebäude zu ziehen. Hat er die auch auf aggressiv? Ja. Bogenschützen auch. Die Orks auch. Genau, der setzt auf Gebäude. Ja, ich meine, Truppen sind ja keine mehr da. Dann halt mega Schaden hier um die Orkum, die halten halt nichts aus. Versucht er noch irgendwie wegzurennen, sich irgendwie zu retten hier. Mit diesem Ork-Trupp hier. Wir haben ganz am Anfang schon hinter Harrison können hier.
Gut, Kanka lässt jetzt ein bisschen heilen. Und jetzt hier mit den Riesen schön auf die Festung. Er kann nichts machen. Ist im Prinzip offen wieder Chi-Chi. Wir haben den Bogenschützen hier auf den Troll. Ja. Ist auch in, gibt halt Rohstoffe. Ja, oder noch das Schatzlager. Ist halt am Kommandolimit jetzt. Ja, die Riesen müssen auf die Festung feuern, dann geht es alles viel, viel schneller. Wird jetzt vermutlich auch machen. Zack, jetzt. Okay, versucht noch einen fliegenden Nazgul zu bauen, aber wenn er jetzt alle Bogenschützen auf den Nazgul zieht und dann noch vielleicht noch mit Gift schießt, genau. Guck mal, wie schnell der fliegt. Hinfliegt, also. Ihr wisst, was ich meine. Stirbt. Er hat halt Dunkelheit. Und hat Steinchen leider sein erstes Match verloren. Aber Antares hat es auch sehr gut gemacht hier. Und hat ihn halt am Ende überrannt. Hat sich auch halt viel mehr, er beherrscht auch die Karte. Steinchen hat immer noch hier ein Bad hier oben, ein Bataillon Ohrkrieger. Aber die retten ihn halt nicht. Hat wahrscheinlich schon aufgegeben. Er baut auch keine Ohrgrube mehr, die ihn retten könnte. Ja, Viertelstunde. Das schnellste Spiel bisher. Das dürfte das letzte Gebäude sein. Steinchen hat leider verloren, aber Antares war auch der Favorit. Also der Favorit hat sich durchgesetzt und auch wenn er Orks war. So, die Orks haben jetzt auch letztendlich mal gegen Mordor gewonnen. Und Mordor hat jetzt wieder verloren. Zwei gewonnen, zwei verloren. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Falls ihr mehr Replays hier sehen wollt von der Liga. Ihr könnt auch bei Steinchen vorbeikommen, ihn abonnieren, ihn liken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Ligaspiel. Bis dann. Ciao.